Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Heute machen wir was Spezielles. Wir sind mit der Netznotfalltechnik unterwegs. Unsere Lok ist die 218. Jetzt gibt es aber erstmal ein kleines Briefing. Und jetzt sind wir. Passt aber nicht ganz, ist jetzt gleich bis so. So, willkommen im ersten Teil von mit dem Kranzug zur Rettung. Ein Sackens Kesselwagen ist in Höhe Nienburg entgleist, dass der letzte Wagen im Zugverband gewesen ist. Konnte die Lok mit den restlichen Wagen bereits von der Uferstelle entfernt werden. Der Wagen hatte Heizöl geladen. Glücklicherweise wurde der Tank des Wagens nicht beschädigt und die Flüssigkeit konnte bereits von der Feuerwehr abgepumpt werden. Allerdings blockiert der Wagen natürlich noch teilweise die Strecke zwischen Nienburg und Hannover. Wenigstens können die Züge aus Richtung Bremen ins Gegengleis und an der Uferstelle vorbeigereiht werden. So kommt der Zugverkehr nicht ganz zum Erliegen. Deine Aufgabe ist es nun, den Kranzug, welcher den Wagen von den Schienen rüber aufs Nachbargleis stellen soll, nach Nienburg zu bringen. Dein Zug wird dabei auf höchste Priorität eingeräumt. Geil, sogar höher als ICE, so muss das. Da die Gleise natürlich so schnell wie möglich wieder freigeräumt werden sollen. Alles Weitere erfährst du von der FDL. Viel Spaß, wünscht mal Kondo. Okay. Das Briefing startet jetzt. Ja. Hier die 741. Jo, hey, ich bin's. Also dann geht's los, würde ich sagen. Du musst den Kranzug nach Nienburg bringen, damit dort ein entgleister ZACENS-Wagen von den Gleisen entfernt werden kann. Das Heizöl, das er geladen hatte, wurde bereits von der Feuerwehr abgepumpt. Für die Umwelt oder ein eventuelles Feuer besteht also keine Gefahr mehr. Glücklicherweise war es der letzte Wagen des Verbandes und deshalb konnte der restliche Zug die Fahrt fortsetzen. Und er ragt auch zum Glück nicht in das Lichtraumprofil des Gegengleises hinein. So konnte der Zugbetrieb zumindest ein wenig aufrechterhalten werden. Dabei fällt mir ein, du musst am dem entgleisten Wagen vorbeifahren und logischerweise ist dort natürlich eine Langsamfahrstelle eingerichtet worden. Und da ist maximal 40 km/h erlaubt, also achte da nachher drauf, wenn du in dem Bereich bist. In Nienburg wirst du dann vom Hauptgleis runtergeleitet. Und am Umkehrpunkt hältst du dann und drückst den Zug zurück, bis du halt neben dem Kran, oder nein, sobald dein Kran neben dem Wagen steht, logischerweise, der da von dem einen Gleis aufs andere gehievt werden soll. Genaue Anweisungen gibt es dann aber noch, wenn du in Nienburg angekommen bist. Du bekommst natürlich logischerweise die höchste Priorität auf dieser Fahrt. Allerdings sind die meisten Zugfahrten auf der Strecke eh schon eingestellt oder umgeleitet. Es sollte dir also eigentlich nicht mehr allzu viel entgegenkommen und nach dir kommt eigentlich auch kein Zug mehr. Ja. Irgendwelche Fragen bis hierhin? Nein, soweit ist alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich mich auf den Weg. Okay, dann melde dich spätestens, wenn du in Nienburg angekommen bist. Bis dann. Okay, mache ich. Bis später. Ja, wir sind eine Frau, die ausschaut wie ein Mann. Kleines Detail, aber was soll's. Wir düsen hier schon mal los. Die Strecke habe ich mir neu installiert. Hab soweit die Requirements installiert von dem Szenario, habe ich von rail7.de. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich das Szenario in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es fehlt nichts. Ansonsten werden wir es sehen. Also sei es einerseits von der Strecke und einerseits hier vom Rollmaterial. Und das ist das allererste Mal, dass ich hier die Strecke so befahre. So. Ja, zur Sicherheit. Und ihr seht schon kommen, dass man die PCB einklatschen wird. Die VMAX war 100 bei dem Zug. Kran werden wir uns dann später mal ein bisschen im Detail angucken. So, einmal rüber auf die andere Seite.
Die sieht doch gut aus. Hier können wir mal ein bisschen weggehen. Oh, her mit der Leistung. Oha. Vectron und Dillard Miller. Sehr nice. Mein Kollege. So. Guck mal eigentlich. Nehmen wir mal den Kollegen hier an. Ah, sehr geil. Hier hinten das Gegengewicht auf dem eigenen Wagen. Ja, vielleicht passt sogar noch ein zweites drauf. Nämlich wieder ein bisschen zu wenig aus. Ja. Was soll denn das? Wie war das mit höchster Prio? Warum werde ich da abgebremst? Sauerei. Aber das Signal zeigt ja ganz normale Fahrt an. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich hier einen Signalfehler habe. Also sprich von den irgendwie Installationsfehlern. Ist eigentlich wieder frei. Kann man wieder Gas geben. Das wäre jetzt uncool, wenn es bei jedem Signal passiert. Alles gut. Keine Ahnung. Wollen wir das mal mit Stufe 7? Dann aber da bei dem Wunder bleibt. Erstmal runterdrehen. Könnte gut sein. Ah, ich glaube, damit bin ich erstmal glücklich. Instrumentenlicht, haben wir das? Yes. Sehr gut. 101. Edinson Guimer? Guimer? Komischer Name. Mein Sehen. Gehen wir hier. Streckensperrung. Oh, cool. Aber nicht für uns. Gut. Ich möchte mal, können wir mal ganz kurz hier so durchgehen. Also eins von denen ist der Hygienetechnikwagen und andere sind Schlafwagen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ist das vermutlich so der Hygiene-Arbeitswagen sein? Ja, da muss da auch noch der Schlafwagen sein, also der hier. Ja, das sieht so nach... Ja, das sind Betten hier drin. Signal beobachten. Ich möchte nicht, dass man die PCB einwischt. Einmal Retour. Danke, Zug. Okay. Vermutlich Generatoren und Werkzeug, was man heute so braucht. Teile vom Kran. Ein Verteilerding noch. Der Kran selber. Der Multitasker 1200. Signal ist immer noch gut. Der ist schon ein bisschen länger draußen. Aber sieht gut aus vom Modell her. Und dann hier hinten nochmal. Danke. Ist Gegengewicht. Oh, nice. Okay. Vorne ist immer noch alles tutti. Haben wir eine Passagieransicht? Oh, geil. Wir können da im Kran drin sitzen. Bisschen laut hier. Aber geil. Jetzt wäre es natürlich fancy, wenn man den bedienen könnte.
Muss ich mal nachgucken, ob das denn auch irgendwie geht. Darf ich mich denn nicht so lange drin sitzen? Ich habe immer das Glück, dass dann ein Signal kommt, was ich mit PCB bestätigen muss, wenn ich nicht in der Lok drin sitze. Aber jetzt so rein von den Assets her, machen wir wieder klein, sieht es erstmal komplett aus. Finger gekreuzt. Hoffentlich ist es dann bis zum Zielpunkt so. 100. Just to be safe. Ist es jetzt Wunsdorf? Ja, ich habe vielleicht doch nicht alles installiert. Das war ein Flirt, ne? Ja. Okay. Gibt schon mal Punkteabzug dafür. Beziehungsweise vermutlich nicht alles richtig installiert bei dem einen da. Auch hier wieder Streckensperrung. Also abgesehen von dieser Langsamfahrstelle dürfte uns dann also quasi nichts aufhalten. Also easy Job für mich, theoretisch. Aber bis jetzt nette Strecke, muss ich sagen. Gefällt. Da hinten geht es nochmal irgendwo weg. Eigentlich gleich mal schauen, wohin. Wenn ich sehe, dass mein nächstes Signal, ja, nächstes Signal sagt, alles gut. Mal ganz kurz hier gucken. Aha. Hier geht's nach, lass mich raten, nach nirgendwo. Ja, da geht's nach nirgendwo. Naja, hätte ja sein können. Ja, kriegen wir vielleicht ein paar nette Sexys hin. Ah, immer die Kamera von oben. Spiel, mach mal die Ansicht von der Seite. So. Noise. Ah, von der SBB der Notfallzug wäre eigentlich auch geil als Modell hier drin. Sehe ich so oft in echt, wie er irgendwo rumgurkt durch die Weltgeschichte. Warte, den wir selber fahren, wäre cool. Moin, Kollege. Ja, das Szenario verwendet auch sehr viel von 3D-Zug. Also vor allem vom KI-Pack. Mann, jetzt sehe ich es nicht. Der Flughafen hier hinten? Ich kann ja auch noch die Kamera nutzen. Okay. Okay. Ah, ist ja cool. Du fährst den Zug da unten vorbei. Haha, wie geil. Dachte mir am Anfang schon, das sieht irgendwie komisch aus, wie tief dieses Flugzeug da fliegt. Ich war angeschrieben hier. Mini-Haltepunkt. Und tschüss. Oh, da kommt auch irgendwas von der Seite. Ohne Oberleitung. Können wir... Nee, ich würde einfach noch ein bisschen nach links sitzen. Hm.
Vielleicht wäre das mal mit dem ICE was. Wir könnten uns mal ganz kurz anschauen, wie groß das Ganze eigentlich ist. Boah. Okay, das sieht auch ein bisschen abgespaced aus hier. Ist das Hafenbereich. Okay, deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Das heißt, hier haben wir Speckenbüttel. Speckenbüttel. Alles klar. Machen wir mal da runter. Noch Selze. Ja, ich glaube, da geht gütertechnisch ein bisschen was hier. Damit kann man arbeiten. Das ist ein Abrollberg hier. Sieht verdächtig dann auch aus. Ah, ich glaube, da müssen wir. Ich glaube, die Schrecke müssen wir uns nochmal genauer angucken. Machen wir erst. Was war das? Achso. Bei dem Part hier, wo wir jetzt hier mal fahren. Ja, hier mal das Stellwerk hier. Ja. Ganz nett hier. Ja, ob das mit 8:01 hinkommt. Also die Strecke, so wie das Szenario, ist komplett Freeware, bis auf die Assets, was man teilweise braucht, ist ja nicht Freeware. Aber kriegt ihr ja alles auf racing.de, beziehungsweise in dem Szenario ist dann eh alles verlinkt. Ich hoffe, ich denke mal, dass es in der Videobeschreibung drin ist. Wenn nicht, schreibt es in die Videokommentare rein. Als Reminder, weil es nicht drin sein sollte. Ich glaube, das ist das allererste Szenario, was ich von ihm da fahre. Ich bin nämlich heute einfach mal auf racing.de gegangen, auf den Aufgabenassistenten. Kann ich übrigens nur empfehlen. Mal schauen, was es so Neues gibt. Und das sah halt recht interessant aus. Dass wir hier mal mit der Netztechnik da unterwegs sind. Aber ich hoffe mal, sind wir jetzt den Verkehr nicht komplett dicht gemacht, weil ich hätte hier gerne nur ein bisschen Gegenverkehr. Damit ich noch ein bisschen was zum Gucken habe. Video, weil wir da fleißig Railroad gezockt. Da haben sie mal wieder den KI-Bot verbessert. Mal schauen, was da so kann. Ich meine, das ist in der Grundfassung eh schon gar nicht schlecht gewesen. Aber er hat es trotzdem irgendwie geschafft, dass die Wagen kaputt gehen. Also auf einer Stelle hat der Weg so ausgesehen, als würde er schweben. Oh, und wir haben hier sogar einen Jäger. Ja, da haben wir mal die Tiere jetzt verscheucht mit der Dieselmaschine. Greenpeace wird sich freuen. Haben sich aber weniger, dass wir mit Diesel unterwegs sind. Also erstaunlich gut, wie die Lok die Geschwindigkeit hält. Muss mal kurz was ausprobieren. Okay. Kann man gelten lassen. Modern, alles mit Solar hier. Blende bestimmt nicht, wenn man vorbeifahrt. Oh, auch schon zugemacht hier, das Häuschen. Zum Vorstellen aber 40, oder? Ah, da steht sie nochmal, Pharmax 100. Sehr gut.
Wir werden dann schon sehen, wo wir da sind. Und dann alles reindrücken. Müssen wir mal schauen. Wenn Teil 2 interessant ist, dann fahren wir eventuell Teil 2 dann noch. Aber das ist Stand jetzt von dem Video noch nicht verfügbar. Ich werde mal regelmäßig bei Railsim reingucken, wie es aussieht. Und wenn das dann spannend klingt, dann machen wir das auch noch. Ansonsten irgendein neues Abenteuer. Davon gibt es ja in TS Classic ja Genüge. Noch 16 Kilometer noch. 10 Minuten. Ja. Ich glaube, uns kommt da wirklich nichts mehr entgegen. Temperaturen sind okay. Das erste. Dark Mode. Datum und Uhrzeit stimmt jetzt halt nicht so ganz. Placeholder Page. Ich glaube, das haben wir hier eh schon mal durchgeschaut, glaube ich. Da kann man sich ja, wenn man das entsprechend weiß, wie sich da Fahrplan reinmachen. Okay. Das mal funktioniert der Simulator, abgesehen von Susi. Susi steht ja auch nur so auf meiner To-Do-Liste. Dass wir das irgendwie mal günstig holen und dann mal fahren. Weil die Frage ist, wollt ihr das, dass ich mal ein bisschen zu sie rumfahre? Lasst mich das mal wissen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Ansporn, wenn ihr sagt, sehr unbedingt zu sie. Noch dazu. Neben den ganzen anderen Projekten. Ah, ein bisschen viel momentan. Wird zwar nicht zum Teil 1 passen, aber wenn Teil 2 spannend ist, hätte ich ja irgendwie Bock, die 218 auszutauschen mit einer Ludmilla. Einfach nur, weil ich den Sound von der so geil finde. Vielleicht irgendwie so rot-weiß Lackierung. Mal sehen, wenn es soweit ist. Kilometer noch. Was ist das für ein Geräusch? Was sind das, die neuen Schienen hier? Ich weiß, wir könnten eigentlich noch hier mal ein bisschen reingehen. Gibt es hier andere Ansichten? Nö. Sieht nicht so aus. Können wir vielleicht ein bisschen umschalten hier? Nach vorne, hinten? Oh ja, auch nicht. Naja, hätte das sein können. Es gibt ja noch so einen britischen Kranwagen. Da gibt es sogar ein Szenario, wo der dann animiert. Oh, die C. Moin. Wo der dann animiert ist und einen Wagen aufs andere Gleis rübernimmt, wo wir den exakt entsprechend halten. Das Ding ist, das Szenario ist leider kaputt, beziehungsweise hat so uralte Sachen drin, die man nicht mehr kriegt, teilweise von UK Train Sim, und ich habe das einfach nicht so im Laufen gekriegt. Und irgendwie moderne Varianten mit dem alten Kranzug, also szenariomäßig, habe ich nicht gefunden. Ich glaube, was war der Entwickler? Iron Horse, glaube ich. Also IIH, wie es damals gewesen ist. Gibt es das so, glaube ich, ja auch nicht mehr. Ja, was ja auch, dass es eine FDL-Spiele mal machen wollte vor Ewigkeiten, wo es auch schon tot ist.
vermutlich nicht weitergemacht, weil er den Contest nicht gewonnen hat. Jetzt ist das Bild irgendwie zweimal schwarz geworden. Finde ich interessant. Ich hoffe, das Spiel rauscht nicht ab. Moin, Kollege. Zur Sicherheit werde ich mal speichern. Man weiß ja nie, wer TSK. Habt ihr das auch gerade gesehen? Vor. Freie Fahrt. Noch. Jetzt gerade erst aufgefallen, dass die Masten so einen kleinen Rosteffekt dort haben. Mal ganz außen immer wieder. Es war immer der gleiche, aber trotzdem. Will ich mal auf die Karte gucken. Wieder zentrieren. Da vorne ist es dann schon. Es müsste eigentlich dann langsam mal die Warnung kommen. Vorne schon? Letzte große Kurve. Immer noch alles normal. 4 Kilometer noch. Ach, das freut mich, dass ich zumindest von der Strecke her soweit mal alles drauf habe. Dass ich keine Platzhalter irgendwo rumschwirren. Das ist so der einzige Nachteil mit DS Classic und den ganzen Assets. Also gerade bei diesen Community-Karten, dass man einfach teilweise unglaublich viel einfach sich aus dem Netz ziehen darf und dann installieren muss. Und meistens ist es dann mit Copy-Paste dann auch nicht getan. Man muss halt irgendwelche Sachen oft noch rumkopieren. Aus anderen Assets, damit die wieder laufen. Naja. Oh, dabei fällt mir ein, ich muss mal nachschauen bei Transient World 4, was es ausschaut mit Custom Content. Habe ich jetzt ewig lang nicht mehr nachgesehen. So, da hinten kommt jetzt schon der Umkehrpunkt. Und der Langsamfahrstelle. Oder Ankündigung, irgendwie so. Einsehen und tschüss. Ah, da vorne. Ah, hier, 40. Diesmal nicht, PCB.
Ist das unser Wagen? Warte mal, ist er rot? Er ist rot. Ja, 500. Und jetzt ist wieder nicht mal... Ah, ihr seid's doch. Solche Ärsche. Oh, anfangen. Ja, so schlimm sieht das ja gar nicht aus hier. Moin, Kollegen. Ist das die Polizei? Nö. Aber ich gehe mal davon aus, in echt... würde da vermutlich die Oberleitung erstmal temporär wegmachen, damit der Kran arbeiten kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Oder beziehungsweise einfach mal abspannen, damit sie halt auf der Seite ist. Aber kein Experte. War noch nie dabei bei so einer Operation. Dieselkollegen hier. Umkehrpunkt ist vermutlich das lange Gleis hier. Ich könnte aber eigentlich hier noch weiterfahren. Ah, shit. Schnellbremsen wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Gut, am Signal vorbei. Jetzt muss sowieso auf Fahrt. Dann warten wir mal auf weitere Instruktionen. Na? Ob du sagst? Jo, moin. Ich soll dich einweisen, bis du an der richtigen Position stehst, um den Wagen mit dem Kran anheben zu können. Okay, von mir aus kann's losgehen. Sehr gut. Ich melde dir dann immer, ob du weiterfahren kannst und dann eben, wenn es Zeit ist, anzuhalten. Okay, dann rollen wir los. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, wir rollen mal. Okay, die Weiche tatsächlich geändert hinten. Ah, ich möchte jetzt irgendwie aus dem Fenster gucken. Zumindest so. Es war ein bisschen laut. Aber ich will was sehen. Sehen, sehen wir gar nichts. Gott sei Dank gibt es Einweiser. Blöde Kurve. Guck mal wieder gerade oder fahr andersrum. Ah, sehr gut. Sieh mein Ende wieder.
Ja, sagst du es jetzt wirklich an oder nicht? Mein Kollege. Oder muss ich dafür im Führerstand sein? Nee, oder? Er hat überhaupt nichts angesagt. Stehe ich daneben? Oh Mann, das wäre jetzt aber cool gewesen. Wir sind. Ja, wir sind sogar. Ja, wobei. Ich glaube, er steht gar nicht mehr so doof. Oder dass er nach vorne da den irgendwie hochnehmen. Dann auf das andere Gleis hier rüber. Vielleicht. So, du kannst sie doch dann erstmal abrüsten. Das hier wird ja eine ganze Weile dauern. Okay. Alles klar. So, machen wir mal Leistung aus. So, damit das den ersten Teil. Ja, hallo? Hier die Fahrdienstleitung. Hier die 741. Der Zug steht jetzt an der richtigen Position. Sehr gut. Ein Kollege wird gleich vorbeikommen und dich abholen. Du wirst auf einer anderen Strecke gebraucht. Die Bergungsaktion wird eh bis morgen dauern. Da die Oberleitungen spannungsfrei geschaltet werden müssen, wird die Strecke für die nächsten Stunden stillgelegt. Morgen fährst du den Zug dann wieder zurück. Okay, dann würde ich sagen, bis morgen. Jo, bis morgen. Ich werde sogar abgeholt. Okay. Also ja, die machen die Oberleitung spannungsfrei, oder werden sie vermutlich abspannen, eins von beiden. Für die wird erstmal Schluss, du wirst woanders gebraucht. Morgen wird er dann wieder gefragt, wenn der Kranzug wieder. Ja. Also wenn es die reine Rückfahrt ist, dann glaube ich, mache ich es nicht als Teil 2. Zieht das reicht. So, ich wollte jetzt eigentlich noch den Motor ausmachen. Dann halt nicht. Aber Leute, ich habe es geschafft, ohne dass ich die Zwangsbremse gekriegt habe. Gut, einmal habe ich eine Schellbremse gemacht. Das war aber keine Notbremsung. Ausgelöst durch Fehlverhalten. Wobei, genau genommen schon. Hab zu lange nach hinten gedrückt. Aber soweit war es eine ganz angenehme Fahrt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald im nächsten Abenteuer. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.